Guten Morgen, Trader. Es ist Donnerstag und wir schauen wie immer live in die Märkte heute mit dem Cable, also britisches Pfund, US-Dollar. Wir schauen auf den britischen Aktienmarkt, den Fuzi 100 und Nebenwährung heute Euro, türkische Lira. Alle, die hier live zuschauen, auch von meiner Seite her, danke für die guten Morgengrüße und wie immer die Einladung. Wer mag, sehr, sehr gerne gleich in die Chats rein, den ein oder anderen Wunschmarkt, da gehe ich sehr, sehr gerne auch darauf ein, bevor wie immer der wichtige Risikohinweis erst in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Was haben wir heute auf der Nachrichtenseite? Wir hatten es in der großen Wochenvorschau für die Nachrichten schon gesehen, heute gibt es Arbeitslosenzahlen hier bei uns in Deutschland, das Ganze um 9:55 Uhr 14 Uhr gibt es dann den Verbraucherpreisindex das ganze wissen wir ist ja auch immer sehr sehr wichtig für die EZB am Nachmittag geht es dann weiter in den USA um 14:30 Uhr da gibt es den äh, das Bruttoinlandsprodukt wir bekommen die Warenhandelsbilanz Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Einzelhandelsbestände ohne Flugzeuge und dann um 16 Uhr die schwebenden Hausverkäufe. Das also alles hier jetzt und heute. Gestern übrigens haben wir ja auch noch Zahlen bekommen vom, o vom Ölmarkt. Vom Ölmarkt wollte ich schon sagen, vom Rohölmarkt. Ähm, die Rohöl-Lagerbestände. Ganz genau wie das der API schon leicht angedeutet hat, gab es auch bei den Rohöl-Lagerbeständen einen sehr, sehr starken Preis. Äh, entschuldigt, einen sehr, sehr starken Lagerrückgang und das hat sich dann natürlich auch fortgesetzt bei den Ölpreisen, die sind wieder leicht geklettert. Das ganze, also gestern, dann hatten wir auch den Konsumklimaindex, da hatte ich ja gestern auch gesagt, der ist recht gut ausgefallen. Das Klima ist also noch relativ gut. Man hört aber immer wieder das Thema Rezession und dabei muss man halt wirklich beachten, selbst wenn das Klima relativ gut ist, heißt das nicht, dass auch mehr Geld ausgegeben wird. Das Ganze muss dann immer in Einklang auch miteinander sein und das werden wir sehen, wie sich das in Zukunft auch verhält. Man weiß es ja selbst, wenn man vor eher schlechten Zeiten steht, dann kann man zwar nach guter Stimmung sein, aber wenn man weiß, es könnte etwas haarig werden, dann tritt man etwas auf die Bremse, dann legt man das Geld etwas zurück und gibt es nicht gleich aus. Das sind dann die Dinge, die eine Rezession dann untermauern würden. Noch ist es nicht so weit, aber das muss man immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben, weil wir sehen es ja auch von der unteren Seite her. Es gibt hier bei uns in Deutschland immer wieder Unternehmen, die jetzt gerade auch beim Thema Personal immer wieder mit Meldungen über den Ticker kommen. Das also hier zu den Nachrichten. Der kleine Ausflug in die Situation von gestern und damit gehen wir, würde ich sagen, gleich mal rein hier in die Charts an dieser Stelle. Also wir sehen es hier. Wir starten mit dem Währungspaar Euro-Türkische Lira. Recht interessant die Situation die wir hier haben, wir haben hier den Tageschart, wir sind verortet hier in diesem laufenden Abwärtstrend und wir sehen eine Sache hier oben an diesem Widerstandslevel um die äh, 6,5 türkischen Lira hier oben da in diesem Bereich, da haben wir das aktuelle Korrektur hoch und was wir hier in den letzten beiden Handelstagen gesehen haben, war so ein bisschen Schwäche und es hat sich ein Trend nach unten entwickelt. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Aus zweierlei Gründen. Erstens könnten wir hier eine leichte Korrektur sehen unter diesem Widerstand und den Markt dann nach oben schnellen sehen. Also hier, diese Dynamik, die sich hier gebildet hat, könnte sich dadurch dann. Auch mit fortsetzen. Das wäre dann das Szenario eines sogenannten Trendbruchs. Und das Ganze könnte sich dann durchaus auch nach oben mit entladen. An Marken, die wir hier nach oben dann auf der Uhr haben sollten, wäre zum einen hier dieses kleine Gap um die 6,54, beziehungsweise dann, wenn es wirklich nach oben geht, hier. Dieses Zwischenhoch bei 665 und dann selbsttretend hier das nächste Korrekturhoch bei ungefähr 670. Das ist das, was wir oben auf der Uhr haben. Aber das ist auch wichtig zu beachten. Noch ist es nicht so weit. Wir haben weiterhin hier diesen Abwärtstrend am Laufen und wir schauen uns das Ganze gleich mal untergeordnet an. Nämlich wenn wir hier dieses Bild dieser beiden Kerzen bestätigt bekommen, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Und dann haben wir hier auch im Trendverlauf von dem, was wir oben gesehen haben, ein paar Marker, die wir anlaufen könnten. Das heißt, das wären dann hier die 6358 die 6.33.2 beziehungsweise hier auf dem Weg zum alten Tief noch die Marke von 6.25.5. Aber wir werfen an dieser Stelle natürlich gleich auch mal noch den Blick in die Stunde und da sehen wir das, was ich hier angekündigt hatte. Ich muss noch mal schauen, dass wir das hier sehen. Also wir liegen momentan direkt hier oben drüber. Wir haben jetzt eine ganze Zeit hier diese Sag ich mal die Situation, wir haben hier oben die Tops drinnen liegen und wir haben hier unten diesen Bereich, äh, wo man sagen kann, hier will der Markt momentan noch nicht runter. Aber wenn es zum Bruch kommt, dann ist das genau das Szenario, was ich gesagt hatte, was ich im Tageschart auch andeutet. Dann brechen wir nach unten und dann können wir natürlich sehr, sehr schön wieder reinlaufen in das Szenario nach unten. Wir haben ja hier sehr, sehr schön den letzten Trendschub auch der Stunde gesehen. Und wenn das Ganze nach unten wegbricht, hier unter dieser Marke, ich lege da mal noch eine Linie drunter, hier unten drunter. Also das ist momentan der wichtige Bereich. Dann geht es natürlich darum, was hier passiert. Kurzen Augenblick, ich färbe die Linie mal noch anders ein, weil dann haben wir das Szenario eher nach unten gerichtet. Das heißt, an dieser Stelle haben wir dann in den, ja in der Stunde, einen validen abwärtslaufenden Trend. Und das wäre dann ein Trend, der wieder in die Stunde läuft, er äh, in den Tag hineinläuft, auch in die Abwärtsrichtung. Das wäre dann interessant zu sein. Wie schon gesagt, auf der anderen Seite, wenn sich das Ganze hier nach oben hin fortsetzt, also hier aus der Korrektur heraus ein Aufwärtstrend weiter fortsetzt, dann hätten wir wirklich das Szenario am Markt nach oben hin, also das genau, was ich soeben auch besprochen hatte im Tageschart, wenn es drüber wuppt, also hier sich das Ganze nach oben fortsetzt, dann hätten wir Luft erstmal nach oben und das wäre das Szenario, dass wir dann auf Tagesbasis hier ein ganzes Stückchen weiter hochlaufen können. Wie schon gesagt, noch ist es nicht so weit. Wir liegen hier oben drinnen und wie schon gesagt, der Markt wird jetzt entscheiden, wo es hingehen kann. Und das können wir dann natürlich nutzen, um unsere eigenen Handelsszenarien entsprechend auch zu traden. Das also zum euro-türkischen Lira. Und dann gehen wir gleich mal weiter hier in die ja, US, nein, in die UK-Session rein. Das heißt, wir schauen jetzt auf den britischen Aktienindex und danach schauen wir auf das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Schauen wir uns das Ganze hier mal im großen Bild auch an. Was haben wir momentan vorherrschen? Wir haben, wir sehen es hier an dieser Stelle momentan. Einen laufenden Abwärtstrend und die Verortung ist hier an dieser Stelle relativ interessant, weil wir haben hier so ein sag ich mal, Supportbereich zwischen zwei Marken. Ich sag mal ganz grob hier zwischen 7000 und 7100. Wir sehen es ja, wir haben hier ein Korrektur tief aus diesem alten Aufwärtstrend hier noch liegen. Und dann haben wir hier eine Marke, da hatte der Markt auch immer mal schon hin und her geschwankt. Hier an dieser Stelle bei 7080 in etwa war ein Drehpunkt. Das heißt, das ist ist ein, ein, ein Bereich in etwa, der von den Marktteilnehmern immer wieder gut Beachtung findet. Und der hat. An dieser Stelle zwei Chancen. Die erste Chance ist selbstverständlich, dass wir ähnliches sehen wie gestern. Das heißt, hier muss ich näher ranzoomen, dass wir es besser sehen können. Das heißt, dass wir hier unten, sage ich mal, wieder etwas Stärke bekommen und der Markt sich doch in die, sage ich mal, höhere Richtung weiter mit ausdehnt. Und da müssen wir an dieser Stelle selbstverständlich zwei Marken im, Aufhaben, im Aufwind haben. Erst einmal ganz kurzfristig das Tageshoch von gestern. Bei gut 7132 Zählern springt der Markt wirklich drüber. Dann würde man hier das Tageshoch von gestern zum Kaufen nutzen und dann hätten wir die Chance, wieder etwas höher erst einmal zu laufen. Nächster Punkt hier 7188 bzw. 7232. Das wäre ein Szenario, wo es hier ein bisschen hin und her laufen könnte, nicht von der Hand zu schieben. Warum? Thema Brexit. Johnson hat gestern das Parlament in den Sonderurlaub geschickt. Ja man kann davon halten was man will ich will da auch gar nichts reindeuten aber der markt antizipiert bei solchen dingen natürlich auch immer wieder das thema harter brexit und das ist etwas solange wie es da keine festen entscheidungen gibt kann der markt halt auch mal ein bisschen hin und her plänkeln das ist das eine Nummer eins, also kleiner Abprall, wieder ein Stückchen nach oben. Aber wir sehen auch in diesem Chartverlauf, der Weg des leichteren Widerstandes führt auch hier momentan eher nach unten als nach oben. Heißt an dieser Stelle also, wir sind momentan noch verortet in diesem Band zwischen 7000 und 7100 und Punkten. Bricht es der Markt unten drunter weg, dann haben wir ordentlich Luft nach unten und dann könnte sich ja auch einiges an Dynamik entladen. Wir haben ja schon mal gesehen, was hier gewesen ist, wie schnell das gehen kann, dass der Markt runterkommt. Ne? Schaut euch das mal an. Wir hatten hier diesen Aufwärtsschwung, wo wir auch schöne Trendtiefs gesehen haben, wo häufig auch Verkaufsorders liegen. Und dann plötzlich lief der Markt hier runter und dann gab es wirklich diesen massiven Schub nach unten. Und der ist halt häufig dadurch auch mit zu erklären, dass an diesen Punkten halt Orders liegen, die dann automatisch ausgeführt wurden. Und dann kam plötzlich nichts mehr, dann fielen die Orders sozusagen aus und dann lief der Markt auch plötzlich nach oben, weil einfach das Verkaufsangebot, also der Verkaufsüberhang weg war. Und dann kommt es zu diesen korrektiven Phasen. Heißt also, wenn wir hier tatsächlich einen Bruch erleben sollten, dann ist der Weg nach unten relativ frei, weil hier. Da ist momentan nichts, was den Markt aufhalten könnte. Und das könnte doch ein schönes Szenario für die Unterseite an dieser Stelle auch mit sein. Und damit gehen wir rüber zu den entsprechenden Währungen. Das heißt, das Cable hier auf der Uhr. Wir sehen's. Wir haben einen Abwärtstrend groß hier am Laufen. Das ist schon eine ganze, ganze Weile hier am Abwärtsgange. Ganz, ganz klar. Wir haben hier die Gegenbewegung zu diesem letzten starken Schub auch gehabt, hier untergeordnet diesen kleinen Abwärtstrend auch rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier gestern das erste Mal in dieser Phase hier in der tiefen Korrektur ein deutliches Schwächezeichen. Wir haben es schon gesehen, in den vorhergehenden Tagen sind wir hier oben über die Marke von ungefähr 1,22,5, 1,23. Sich nicht so wirklich drüber hinausgekommen und gestern dann diese Kerze. Ne? Und wer hier mir schon öfter zugeschaut hat, ich lese die Märkte ja ganz gerne über die untergeordneten Zeiteinheiten und hier an dieser Stelle haben wir ganz klar eine Situation, wo dieser letzte Aufwärtstrend rausgenommen wurde. Der ist gebrochen, der ist weg und das öffnet jetzt an dieser Stelle natürlich Tür und Tor bei einer Bestätigung für weiterfallende Kurse. Das heißt, es ist jetzt wichtig zu sehen, was wir machen. Laufen wir hier unter das Tief von gestern? dann drunter, das haben wir bei der Marke von gut 1,2156 liegen, dann haben wir die Chancen dass der Markt weiter in diese Abwärtsrichtung läuft, Anlaufpunkt hier auf alle Fälle mal bei einer Trendfortsetzung das Trend tief hier unten um die Marke von 1,2015 beziehungsweise zwischendrin haben wir hier noch einen Anlaufpunkt bei 1,2109 und wie schon gesagt, das sehen wir relativ gut, wenn wir uns mal hier die Stunde auch anschauen also gucken wir mal rein ich zoome es mal näher ran, beziehungsweise mache es mal etwas größer. Und hier sehen wir das, was ich Ihnen gerade gesagt hatte. Hier hatten wir schön diesen Aufwärtsschub auch da gehabt. Hier unten hatten wir das letzte Korrekturtief und gestern ging es halt deutlich runter und das ist jetzt das Interessante, wenn wir hier nach diesem letzten Aufwärtsschub sozusagen den Trendbruch haben, der ist ja jetzt definitiv auch eingeleitet und wir sehen jetzt den Markt weiter runterlaufen, dann haben wir halt das, was wir brauchen, wir haben einen abwärtslaufenden Trend dann sozusagen, der ist jetzt noch nicht da, deshalb markiere ich das Ganze mal eben noch in blau, nichtsdestotrotz, die Chancen sind da und das ist das hier, wenn wir nach dieser Korrektur weiter runterlaufen und den Abwärtstrend der Stunde bekommen, dann zeigt uns der Markt, es geht nach unten und dann haben wir schön die dynamischen Anlaufpunkte auch liegen, wo man einfach schauen kann, wo kann es hingehen. Bezogen auf diesen laufenden Trend hier nach oben wäre dann selbstredend der nächste Anlaufpunkt hier das Tief, dieses Korrekturtief bei 1,21,09, beziehungsweise dann noch ein kleines Stückchen tiefer hier das nächste Level. Kleinen Augenblick. So, jetzt, na, jetzt will die Maus mir nicht gehorchen hier unten rein dieser Bereich hier unten um die 127 und dann selbstredend hier unten das Tief, was wir hatten bei 120150 das ganze ist also das was wir im Tageschart momentan angezeigt bekommen wir müssen jetzt einfach nur warten was der Markt hier macht und dann haben wir die Chancen hier erst einmal unten reinzulaufen. Das Ganze braucht natürlich die Bestätigung. Mittelfristig könnte es dann natürlich noch in andere Regionen laufen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Woche, wo es hingehen kann. Das heißt, wir sehen ja, wir sind hier unten in der Woche schon verortet hier an dieser Stelle relativ nah an diesem Tief hier unten. Wie ich schon gesagt, wenn der Markt das Ganze auch mit rausnimmt, dann haben wir hier kleinen Augenblick etwas kleiner gezoomt. Sehen wir es besser. Hier unten haben wir ein Spike low. Da kommt nicht mehr wirklich viel. Also da könnte auch Dynamik nach unten mitkommen. Sehen wir hier keinen Abprall. Aber soweit ist es noch nicht. Wir haben ja noch Platz. Wir kommen ja aus der Korrektur heraus. Das ist ja das Charmante, wenn wir das hier nutzen können. Wir müssen ja gar nicht darauf hoffen, dass der Markt unten drunter wegbricht. Wenn wir hier die Bestätigung bekommen, haben wir erstmal etwas Luft nach unten, das wir zum Traden nutzen können. So, schauen wir nochmal in die Fragefelder rein. Hier heute wieder einiges los. Ich hoffe, ich habe ja keinen vergessen. Also, alle, die hier noch den guten Morgen mit gewünscht haben, ähm, freue ich mich. Danke. Das gebe ich sehr, sehr gerne auch zurück. Schaut hier immer zu. Nutzt die Chance bitte auch, hier Fragen zu stellen. Wir können es machen. Aktuell sehe ich keine Fragen. Das heißt, an dieser Stelle sage ich mal Danke für den kleinen Quickie hier am Morgen in die Märkte rein. Ich hoffe, die ein oder andere Idee war dabei. Und ich sage mal, allen gute Trades. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum Freitag. Da gibt es wie immer Nummer 1, die Handelsideen um 8.30 Uhr. Dann machen wir den Chartcheck auf die großen Indizes. Und dann habe ich den Dirk Hilger schon wieder mit dabei. Der wird uns, wie ich das schon avisiert habe, ab. 9 Uhr in etwa die Neuerungen vom Stereo Trader Version 2.5 mit zeigen, damit auch jeder hier schnell ins Bild gesetzt wird. An dieser Stelle danke für die Zeit heute Morgen und bis dahin allen einen guten und erfolgreichen Donnerstag. Tschüss!